Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der nordfriesischen Marsch Vierfach. Heute bereits schon am Montag, einen wunderschönen wünsche ich euch zusammen. Ich habe mal jetzt hier in Eingeschieben, ich habe mal ein bisschen vorgearbeitet, so wollte ich es formulieren. Habe ein paar Ballen zusammengesammelt, damit das Feld hier mal leer wird. Und werde dann mal schauen, dass wir da, ja. Wie gesagt, wir werden es jetzt nicht die ganze Zeit machen, das jetzt auf gar keinen Fall. Aber immer wieder mal ab und zu kann man das ruhig mal machen, ne? So, wo fahren wir denn hier rein? Der Plan war ja gewesen, dass wir die jetzt alle einlagern und dann mal schauen. Ich habe jetzt tatsächlich einen anderen Plan entwickelt, und zwar, weil das Einlagern da vorne ist ja auch irgendwie doof, meines Erachtens. Wobei das Auslagern von den Palettenlagern ist auch wiederum doof, ne? Oh, das ist aber auch hier... Das hier, den hier irgendwo platziert. Kann ich hier das... ja, kann ich machen. Weil dann würde ich jetzt einfach mal sagen, dass wir das hier hin platzieren, zum Beispiel, weil das sieht halt auch einigermaßen gut aus, weißt du? Und da haben wir sowieso, ich weiß nicht, da haben wirklich sehr viele Ballen Platz. Ich will euch das mal zeigen. Das wurde nämlich von, vom Schweizer, glaube ich, war das. Der hat das umgeschrieben für das Team. Machen wir mal lose. Das machen wir mal auch lose. So, und dann fahren wir jetzt mal einfach mal rein und gucken mal, was hier genommen wird. Ich bin mir nicht ganz sicher. Es wird gar nichts genommen. Oder muss ich da weiter weg vorbeifahren? Das kannst du auch haben, ne? Dass ich zu nah war gerade. Momentchen, Momentchen. Machen wir gleich. Vielleicht müssen wir auch hier vorbeifahren. Nee, müssen wir auch nicht. Ja, ne? Das ist halt die gute Frage. Okay, warte, machen wir es so nochmal. Dann machen wir das mal... Machen wir ein Stückchen zurück und laden die einfach mal ab, ne? Aha, wir müssen sie weiter hinten hinpacken. Wenn ich das richtig gesehen habe, jetzt müssen wir sie ein bisschen weiter hinten hinpacken, oder? Ja, glaube schon. Oder ein bisschen näher ran, das kann auch sein. Warte mal, wir fahren jetzt mal einen kleinen Kreis hier. Alter, wie viele Ballen da noch rumliegen, ne? Wahnsinn. Und wir werden jetzt einfach mal gucken, weil ich habe doch gestern wegen der Performance... What? Wurde was geschrieben, nämlich, dass es, ja, dass es halt besser werden würde, wenn wir die Ballen wegtun würde. Das ist ja prinzipiell richtig. Das weiß ich auch. So, perfekt. Das hat funktioniert. Wie gesagt, das Ballenlager ist riesengroß. Hä? So, passt. Gucken jetzt mal nach, wie viel ist da drin. Achso, ja, geht ja nicht. Okay, lol. Wir werden jetzt aber nochmal eine Runde aufladen, weil ich möchte wirklich von der Performance her, dass wir da keine Probleme bekommen. Weil das wäre sehr, sehr schade, ne? Wenn es daran scheitern würde. Oh, lol. Jetzt haben wir verkackt, oder? Okay, wir müssen jetzt mit aller Gewalt rausfahren. Oh, nein. Wo hängen wir denn jetzt schon fest? Mit einem Ballen wahrscheinlich, ne? Ach komm schon. Was ist das Problem? Okay, wir müssen den anderen Anhänger da hinten nochmal abkuppeln. Also nicht abkuppeln, sondern nochmal leer machen. Warte, machen wir mal so. Dann machen wir nochmal aufladen. Dann ist nämlich das schon mal weg. Und jetzt schnell raus. Oh nein! Okay, ihr seht, also die Probleme sind eigentlich hausgemacht hier mit der Performance, weil ich glaube, dass, wenn wir die Ballen alle in so ein Lager packen würde, jetzt werde ich wieder angerufen, läuft, dann wäre das nicht das Problem. Ich bin gleich wieder für euch. So, sorry. Warum ist ein anderer Ballen da jetzt nicht runtergegangen? Ach so, der war lose drauf. Ja, da kann ich ja lang versuchen, ne?
So, jetzt müssen wir das ein bisschen eleganter machen hier. Nämlich müssen wir da mit ein bisschen Schmackes rausfahren oder reinfahren. Sonst wird das ja wieder nichts, ne? Warum hänge ich jetzt wieder so doof hier fest? So, okay. Jetzt müssen wir mal hier rüberfahren. Lass mich doch mal... Ein so ein Ballen, ne? Da kann die alles ruinieren. LOL. Okay. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt nochmal hier abladen. Ich glaube, dass... Ich bin sehr gespannt. Wir werden heute das ziemlich viel mit diesen Sachen zu tun haben, weil ich einfach glaube, dass das schon was bringt. Ich hoffe es zumindest. Bist du weit weg gewesen? Ah ja, es war zu weit weg. Okay. So, und hier nochmal voll. Und da müsste es doch hoffentlich passen, ne? Wobei, wir haben immer noch sehr viele Ballen auf dem Feld draußen liegen. Das stimmt auf alle Fälle, da habt ihr recht. Wir müssen jetzt hier mal vielleicht sogar zweimal reinfahren, mal schauen, weil das muss ja hier alles mitgenommen werden. Ja, das ist schon mal ganz gut gelaufen. Den einen hier noch und dann den anderen da drin. Ah, da haben wir doch... Oh lol, das backt sogar in der Wand fest. Ja, das kann natürlich auch zu Problemen führen, ne? Wenn irgendwas in der Wand festbackt, da brauche ich mich auch irgendwann nicht mehr wundern, wenn es nicht mehr läuft. Ich finde das immer gut, weil dann wird sich dann immer beim Modder beschwert, oh, die Karte leckt, bla bla bla. Und meistens sind die Sachen, also die Probleme eigentlich hausgemacht. Und deswegen muss man da eben was tun dagegen, ne? So, das haben wir jetzt schon mal gemacht. Jetzt fahren wir nochmal ein Stückchen vor. Vielleicht machen wir so ein Ballenlager auch beim Ding jetzt oben, beim, weißt du, beim... Oh, wie heißt denn das? Kompost. Wie viel sind da jetzt drin? 229 Ballen. Okay, da gehen halt 5400 Stück rein. Es ist ein bisschen hochgedreht, ne? Das muss man einfach mal so sagen. Aber ich möchte auch nicht Tausende von diesen Lagern platzieren, das muss man auch mal so sagen. Und deswegen glaube ich, dass es an Stellen, wo es Sinn macht, werde ich das auf alle Fälle so weitermachen, ne? Aber ihr habt wahrscheinlich recht, dass man sagt, okay... Man macht das oben beim Komposter auch. Da ist zwar schon ein, wie heißt das? Ein Lager, aber das ist für Quaderballen. Das ist leider was anderes. Leider. So, mein Freund, du wolltest nochmal ein bisschen Silage verkaufen, hast du gesagt. Da haben wir nochmal eine Fuhre aufladen, ne? Das, glaube ich, macht schon Sinn. Boah, der sieht aus, der JCB. Oh, da können auch mal wieder dringende Wäsche vertragen, ne? Oh, ich glaube, ich habe den Ding halt gar nicht angeworfen, den Drescher, ne? Lol, wir arbeiten hier 8 Minuten rum und der Drescher läuft nicht mal. Werner, das hast du sehr gut gemacht. Nicht. Siehst du, der läuft nicht. Oh Mann, ey. Monster. Monster? Ja, Monster. Läuft. Zack. Und da ist der Drescher. Ich habe mir noch irgendwie gedacht, dass irgendwas nicht richtig ist heute hier, ne? So, wir sind jetzt hier in der Zuckerfabrik. Du kannst wieder nach Hause fahren. Nochmal ein bisschen ein Wässerchen holen. Können wir hier ganz elegant mal drehen, bitte? Jo. Oder wollen wir aus dem Fluss noch ein bisschen was holen? Das wäre auch nicht so bad, ne? Also es sind sehr viele Arbeiten, die sehr viel Zeit kosten. Muss man einfach mal so sagen, ne? Aber aus dem Fluss holen wäre vielleicht die bessere Variante. Jetzt aber. So, das läuft wieder. Da bin ich schon froh, dass das mal läuft. Oh ja, du kannst auch noch raus. Guck, das hier. Das kann halt zu massiven Problemen führen, ne? Warte mal, da müssen wir uns jetzt was... Das geht so nicht, oh. Das kann ich so nicht unterstützen. Da machen wir uns hier wunderschön... Wo ist die Entnahme? Ist da vorne, okay. Dann machen wir das... Ey, warte mal, das wäre jetzt aber richtig geil, wenn das funktioniert. Das geht aber, glaube ich, nicht, ne? Nee, das geht nicht. Das wäre zu schön, Werner, aber das funktioniert nicht. Dann machen wir das am besten hier hin, würde ich sagen. Zack. Und da können wir dann richtig schön mit dem Dingens, mit dem, wie heißt er? Na, sag den Namen. Mit dem, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Mit dem Fendt natürlich können wir dann aufladen. Komposter Hof, ja. Mit dem Fendt können wir dann die Sachen von A nach B bringen. Das ist eigentlich schon ziemlich geil. Leckt wieder ein bisschen. Komische Geschichte. Ja, Silage müssen wir noch morgen verladen. Da habe ich jetzt keine Zeit für. Versuchen wir das mal, ob das funktioniert. Ich bin ja sehr gespannt. Ne? Wäre... Na, das machen wir nicht so. Warte, da holen wir jetzt noch einen LKW hoch. Das können wir so nicht
Weil das dauert ja Stunden, bis ich das mit dem Frontlader gemacht habe, ne? Das muss man ja wirklich so sagen. Das dauert ja wirklich Stunden. Der hat abgekippt, das finde ich gut. Der ist voll, das finde ich auch gut. Es ist so viel Arbeit hier, ne? Wahnsinn, du. So. Da bringen wir das nochmal rein. Wollen wir das Ding einfach mal voll machen jetzt und dann hoffentlich, dass es relativ lange hält. Das wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee, ne? Natürlich könnte ich mir ja auch einen Ackerschacht hier hinsetzen und sagen, yo, läuft. Aber das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. So. Dann machen wir es so, dass wir den Kollegen hier bringen mal ganz fix rüber. Zum Futtermischer. Weil da können wir das nämlich... Ah, warte mal. Wir haben doch noch irgendwo einen Anhänger, ne? Den könnte man auch wieder mal mit nach oben nehmen, da. Moin, moin, Herr Kollege, wie geht's? Alter, seht ihr, wie hoch diese Strohschwaden sind hier? Das ist ja abnormal, ne? Ja, dieser Anhänger war auch nicht optimal hier. Hier haben wir auch das gleiche Problem, ne? Wir brauchen ja auch ein Lager. Stammbild? Alter, ist das aber dann mysteriös hier, ne? Okay, dann müssen wir jetzt noch was machen. Nochmal Stammbild. Erstmal speichern, ne? Also zwei Stammbilder innerhalb von einer Minute hatte ich jetzt auch noch nie hier. Drittes Stammbild. Was passiert hier gerade? Lol, jetzt ist aber nicht mehr witzig. Warte, ich muss hier dringend was machen. Aus. Ich weiß gerade nicht, was das Problem ist, muss ich ehrlich sagen. Hier wird auch nicht mehr gearbeitet. Mann doch! Also irgendwas ist hier falsch. Muss ich mal gucken, was hier... das machen wir ein bisschen weiter rein. Sag mal. Z. Das hat funktioniert. Sind die Stammbilder jetzt weg? Ich hoffe. Das ist schon mysteriös, ne? So, warte mal. Wir machen uns hier noch so ein Ding ins hin. Der Xerion, okay, der hat noch nie Probleme. Der hat eigentlich fast noch nie Probleme gemacht, aber gut. Grasballen. Das machen wir auch hier hin. Ah, warte mal, hier ist so die Futterluke, ne? Das ist schlecht. Dann machen wir es hier an der Seite hin. Oh, dreh doch schneller, Alter. So, weißt du? So ein bisschen? Ne, geht nicht. So? So kann man es aber... Ne, war das so? So, machen wir es so. Gut. Dann würde ich sagen, nehmen wir da nochmal so einen Schwung mit und laden das gleich hier ein, weil in den Lagern ist es, glaube ich, für... die Software, für die Giant-Software selber nicht mehr so problematisch, wenn es in den Lagern drin ist, weil es ist ja dann irgendwie attached oder irgendwie weg vom Schuss oder irgendwas war da mal. So. Ich hoffe, es wird besser von der Performance her. Heute nur am Ballen machen, ne? Meine Güte. So. Aber dann haben wir das auch schon mal gemacht, ne? Und das gleiche machen wir dann jetzt auch bei den Dingens oben. Beim Komposter. Aber dann nehmen wir uns einen Anhänger mit. Oder? Nee, brauchen wir gar keinen Anhänger eigentlich, oder? Nö, können wir so machen mit der normalen Pritsche. Gut, dann fahren wir nochmal zum Komposter hoch. Weil es ist mir schon wichtig, dass das einigermaßen hier läuft, ne? Wir werden jetzt gleich noch ein paar Ballen machen. Also nicht mehr heute, wahrscheinlich morgen. Aber wir werden noch ein paar Ballen machen. Hier, und zwar ein paar Quaderballen. Das wird langsam aber sicher zum Problem hier. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee, ne? Sorry. Mh. Oh, ich liebe Kaffee. Und wenn jemand fragt, Cappuccino. Zack. Läuft. Wo waren wir denn noch beschäftigt? Okay. Ja, der hier kann eigentlich mal stehen bleiben. Genau, hier kommt gleich ein LKW hin, dann machen wir das. Hier läuft eigentlich auch alles ganz gut, oder ist hier auch irgendwie ein Manko? Sieht erstmal grün aus, das ist schon mal ganz gut. So, 21% Kies, Wasser haben wir genug. Sand haben wir auch nicht mehr so viel. Papierpalette, ja. Habe ich schon schlimmer gesehen, also ist okay. Genau, hier waren wir wieder. Ach, genau. Also man sieht, da geht noch einiges rein hier, ne? Was auch ein geiler Mod wäre, aber das, glaube ich, würde nicht passieren. So ein, wenn man so ein paar, so wie bei Gold Rush, ich habe das schon öfter gesagt, ne? Wie bei Gold Rush,
wo man Schläuche kauft, wo man Pumpen kauft und dann kann man einfach mal so eine Station von dem Fluss aus vollpumpen. Das wäre mega geil. Da muss man dann nicht jedes Mal hinfahren, sondern da kann man wirklich so eine Pumpe legen, das Ding voll machen und dann die Pumpe und den Schlauch wieder mitnehmen. Das wäre mein Highlight, ja. So, da ist der... Ah, jetzt machen wir zuerst den hier, weil der ist mir auch wichtiger, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt muss hier mal ein bisschen aufgeräumt werden hier, liebe Leute, ne? Ist ja schlimm, wie es hier aussieht. Aber da habe ich wahrscheinlich irgendwas zu eng zusammengelegt und dann beim nächsten Restart hat es kabum gemacht. Und dann ist es alles quer durch die ganze Ding geflogen, durch die ganze Map geflogen. Ja, man sieht ja hier, wie weit das gegangen ist, ne? Das muss alles wieder zusammengeräumt werden von mir. Meine Schuld. Deswegen muss ich das machen. Ich hoffe, die sind nicht weiter geflogen, aber es sieht ganz gut aus. Der hier war der weiteste, ne? Alter Schwede. Bisschen Ordnung muss man schon haben hier. Das geht so nicht. So. Die drei hier draußen würde ich auf alle Fälle noch gern mitnehmen, weil... Ja, dann könnte ich ja sagen, dass wir nicht sehr viel gefahren sind. Ich hoffe, die Fahrspuren gehen gleich wieder hier, weil die sind ein bisschen verdächtig. Da rollen immer noch mehr raus, ne? Okay, Schwung 1 können wir mal reinkippen hier. Müsste man vielleicht ein bisschen gerade sein. Ja, nicht 100%, aber knapp davor. Ey, wie viel haben wir denn hier geliefert? Das war ja Wahnsinn, oder? Das war nicht einfach nur mal 4 Ballen. Das ist schon, das war schon eine groß angelegte Aktion, glaube ich. Oh nein, wie so ein Kartenhaus. Fliegt alles ineinander zusammen. Also ich würde euch diese Lage auf alle Fälle empfehlen. Gibt es bei der LS Mod Company, glaube ich, zum Runterladen. Also nicht diese Ausführung, sondern die normale Ausführung. Aber die kosten ja nur 100 oder 200 leer. Und deswegen ist das voll okay, wie ich finde. Schon wieder voll. So. Okay, warte mal, da fahren wir noch ein Stückchen weiter für. So, also es wird langsam mehr, das kann man ja, glaube ich, schon so sagen, ne? Ich frage mich immer noch, wie ich da hinten reinkommen soll, aber gut. Irgendwie wird das schon auch funktionieren, ne? Also wir haben heute feldertechnisch produktiv fast gar nichts geleistet, das muss man auch mal an der Stelle sagen. Sondern wir haben wirklich nur für die Performance gearbeitet heute. Was aber leider bei so einem Spiel dazugehört, weil es gibt Mittel und Wege, wie du den Savegame kaputt machen kannst. Und das ist eben so eins. Oder einer der Wege. Komm schon. Ich wollte nur alle Ballen da hinten rausholen. Dann nehmen wir hier noch ein paar mit. Das Ding fällt schon wieder zusammen. Aber ist kein Problem. Wir werden das die Folge hoffentlich schaffen. Ich bin nicht ganz sicher. Aber ich erhoffe mir doch eine wesentliche Verbesserung dadurch. Aber seht ihr mal, wie lange ich hierher gefahren bin. Oder wie lange ich die ganze Zeit hin und her gefahren bin, bis wirklich das passiert ist. Der Drescher ist fertig. Läuft. Bis wirklich so viel Zeug hier drin war, dass man sagen kann, okay, es lohnt sich. So, zweimal noch und dann, glaube ich, haben wir es aber auch schon. Puh.
Wie gesagt, war nicht spannend heute. Verstehe ich auch vollkommen, wenn heute kein Daumen nach oben da ist oder drin ist. Aber nur ein Tipp von mir an euch. Holt euch auch solche Lager, wenn ihr viel mit Ballen macht. Packt die in die Lager ein, weil das einfach für die Performance besser ist. Ihr habt mehr FPS, ihr habt keine, normalerweise, wenn es daran liegt, keine Ruckler mehr. Es ist allgemein einfach besser für die Spielmechanik und deswegen würde ich diese Lager auf alle Fälle ans Herz legen. Die sind jetzt schon länger draußen, das ist jetzt kein neuer Mod. Die sind schon ein bisschen draußen, aber ich glaube schon, dass du dir mit solchen Lagern ja sehr viel wie soll ich sagen, sehr viel Problem ersparen kannst. Jetzt fahren wir nochmal außen rum, da liegt noch einer. Und ja, liebe Leute, ich darf mich schon mal bei euch bedanken fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn heute kein Daumen nach oben drin ist, auf alle Fälle verständlicherweise. Aber auch solche Sachen müssen mal gemacht werden. Wir sehen uns, wenn ihr möchtet. Aua. Morgen wieder zu einer weiteren Folge auf der nordfriesischen Marsch. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Einen schönen Montag wünsche ich euch und bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.